3, 2, 1, 0. Ich hab zu langsam gezählt. Sieht schon mal cute aus. Super cute. Allesamt, so ungefähr. Den Trailer haben wir schon ein paar Mal gesehen. Den haben wir am Abschluss der Guerilla Games gekriegt. Da kam der und beim Auftritt. Auch 10 Bettzimmer hat und wenn dann das irgendwann das billigste ist, will meine Mom das nehmen. Und dann nehme ich lieber mein Stammhotel mit 8 Bettzimmer. Sind immerhin 2 Menschen weniger. Aber jetzt ist ja 5 Mann, von daher sollst du es heute ja besser hinkriegen. Let's get started! Was ist diese 3? Kann man das essen? Just coffee, please. Eingespielte Lache, oh Gott. Was ist denn daran lustig? Warum ist hier Lache eingespielt? Oh Gott, ist das cringy. Third time this week? Weiß ich nicht, warum nicht? Wenn das halt für sie das Billigste zum Handhaben ist, dann wird es auch das Billigste bleiben. Okay, das ist auf jeden Fall ein Spiel mit Vögeln. Jede Menge unterschiedliche Vögeln. As opposed to make my spy... What? Okay, das ist viel Slapstick. Ein Vogel, der irgendwie hinfällt. Und komische Dinge tut. Bird Problems. Cute. What channel is that coming on? Was wirkt nicht, dass wir uns da zu den Leuten zurückschalten? Warum hat der einen Astronautenanzug an in einer normalen Stadt? Journey, town, mhm. Kann man nur mit Sachen, die beleuchtet sind, interagieren oder was? Das ist schon das Nächste. Also das ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. What the fuck? Snacko. Das sieht süß aus. Das andere davor sah... Keine Ahnung, da hätte ich gern mehr gewusst. Das war noch nicht überzeugend. Das sieht ein bisschen aus wie... Ah, hier, Animal Crossing. Nur ein bisschen 2D runterskalierter. Und PC wahrscheinlich. Snacko, a farming cat-venture. Und Switch. Das sieht doch hart aus wie Animal Crossing. Okay, das... Drachen, Kamele mit langen Hälsen. Das ist Pokémon Snap mit Fantasiefiguren. Gerade da, wo Pokémon Snap 3 Monate vorher rausgekommen ist. Das ist ja bitter. Okay, du kannst dich auch noch anfreunden mit den Viechern, mit den Fotoviechern, okay. Handcrafted Minigames. Wäre auch schade, wenn die Minigames nicht handcrafted werden. Ist Wasserball. Be creative. Indem ich einen Hüter aufsetze. Und lustige Bilder. Oh Gott. No. Das ist gar nicht mein Spiel. Da halte ich, glaube ich, lieber mal die Klappe. Yes. Nicht mein Spiel. Ich nicht. Hi, I'm Annie. And I'm Lucas. And we are Max Inferno. And we're very excited to introduce to you our tidy puzzle game, A Little to the Left. It's a game where you stack, sort, and organize things into just the right spot. Yep. Wait. Does that look crooked to you? It's okay, I can fix it. Das ist ein cooler Übergang. Das ist ein cooler Übergang. Okay, es ist ein Sortierspiel. What? Euer Ernst? Ihr macht daraus ein Spiel? What the fuck?
Das ist das Spiel für alle Leute, die Aufräumzwang haben. Oh, nicht wenn das passiert. Aber ansonsten wäre das das perfekte Aufräumspiel gewesen, weil Leute, die Bock haben auf Aufräumen. Und das befriedigend finden, wenn Sachen aufgeräumt sind. Okay, wo sind wir jetzt hier? Okay, wir trennen irgendwie. Okay, das ist irgendwie. Ich glaube, das ist eine Vorschau für den Abspiel, die jetzt kommen, weil das, glaube ich, nicht alles eins ist, weil das wird ganz schön durcheinander dann. Wenn es alles eins wäre. Oder auch nicht? Oder ist es alles eins? Ublets. Port forward. We're just getting started, but I'd love to take a moment to mention a collaboration with the international community. Das war viel Input, wenn das alles Ublets war. Refugees and displaced people around the world who have been forced out of their homes. The IRC provides emergency aid and long-term support to refugees and those displaced by war, persecution, or natural disasters. We've partnered with the Yeti to offer some limited-time Wholesome Direct merch, like this incredible 3D acrylic stand, as well as a T-shirt featuring. Sehr viel durcheinander. Ja, aber das sollte, glaube ich, ein Spiel sein, das durcheinander. Also das ist cool hier, ne? Wenn man schon mal Leute hat, die zuschauen, sehe ich irgendwie, viele Zuschauer das sind. 8000 Leute. Und dann Werbung für ein Rescue-Committee zu machen oder für eine Rescue-Organisation, die hoffentlich ordentlich arbeitet, ist schon cool. So, jetzt haben wir hier, was sind das? Monster-Dating-Sim? Match 3. Match 3, Puzzle und. Ich bin irritiert über das Design der Leute. Okay, es geht um Demons. Nicht um Monster. Enjoy the lo-fi soundtrack, decorate your bedroom, and hang with friends. Okay. Cool. Silver Lining Studio hatten wir schon mal. Behind the Frame is a narrative-driven puzzle. Naja, Behind the Frame hatten wir vorhin schon. Aber da, hier kommt deutlich mehr Gameplay im Trailer. Es geht wohl. Mechanic, 360-degree panoramic scenes and a totally custom soundtrack. Das sieht deutlich interessanter aus, ehrlich gesagt. Also wir hatten vorhin nur einen Trailer davon und der war nicht so viel erklärt, wie es sich spielt, aber das sah ganz nett aus. Dass du irgendwie noch zwischendurch Essen machen musst, finde ich ganz witzig. Und es sieht halt extrem Anime-Zeichen-Zwischensequenzen aus. Das sieht sehr nach einem super entspannt Spiel aus und einfach nur Dinge tun, weil sie entspannt sind. Hi. Das sind super kurze Trailer immer. Lead developer on Skatebird. Skate games have a history of being input dense and using every button on the gamepad and requiring rapid inputs to boot. Skatebird is no exception, as you can see here, but I wanted to see if I could simplify that at all. So I started looking at ways of reducing buttons and thus how much hand travel is required during gameplay. The easiest one was auto push on Ollie. Hold Ollie down, you go forward. Even classic skate games did this one, but it helps avoid input density on the left stick. After that, I wanted to try and reduce how much your right hand moves, so I started by merging grind and ollie. Normally, pulling off a grind requires moving your hand from the bottom of the gamepad face all the way to the top, but now it's just an easy double tap of the bottom button. Add in the option that slows the game down, being able to grab or kickflip with just one button too, and hopefully anyone will be able to have fun skateboarding with the bird when Skatebird releases soon. Das ist cool, da geht es halt darum, dass Leute, die deutlich schlechter in Fingermechanik sind, dass die auch Spiele spielen können. Weil manche Leute, die halt irgendwie Probleme haben oder zum Beispiel auch nicht mehr volle Funktionalität der Hand haben, die können sowas einfach sonst nicht spielen. Das ist natürlich ganz cool, wenn dann Skateboarden zum Beispiel mal eine Option ist für sie, überhaupt ein Skatespiel zu spielen, wenn sie halt Bock drauf haben. Also es geht hier, glaube ich, viel um Inklusion in dem Stream gerade. Sind halt wholesome Games. Und es scheint gerade wieder Trend zu sein, in 3D-Umgebungen 2D-Figuren einzubauen.
Fix-It-Vorjahr? Hokus Krokus. Sehr, man spielt, bin ich eine Kröte, na, herzlichen Dank. Hier kam es Nico. Hey everyone, I'm Saffron and I'm the creative director at Kitten Cup Studio. We're making Pico a cozy tea-making simulator where you run a tea house in a town full of cats. We're really excited for you to see what we've been working on and we hope that if you love tea and cats as much as we do, that you'll come check us out. Aww. Pico is a tea-making simulation game about taking the time for self-care and connecting with the things that make you happy. Aww. As the town's newest resident in tea house, you'll learn 12 unique rituals and tea-making styles. Mhm. Rituelles Tee herstellen in dem Spiel. Interessant. Aber die Katze ist ultra süß. This tea is perfect. Perfect. Okay, ist schon das nächste. Schade. Ich hätte gern gewusst, wie ich mein Teehaus manage und sowas. A mail carrier. It's hardly a chore driving a mail truck around such magnificent scenery. Meeting people is also part of the job. Mm-hmm. Some of them are familiar, many are new. Some of them are friendly, some are very busy, some are happy, some seem happy, some like cats. Okay, das ist ein persönliche Geschichten kennenlernen, die handcrafted, handwritten sind, I guess. Und eigentlich ist es ein Walking Simulator wahrscheinlich. Oder Walking Driving Simulator, weil du einfach nur Briefe auslieferst. Might even change a few lives, including her own. Dankeschön. Bist die beste Freundin der Welt. Und ich glaube, es sind ein paar Spiele für dich dabei, Lumi, weil es sind viele Kopfausspiele hier gerade. In der Vorstellung. Das sieht ein bisschen aus wie Stardew Valley als Frau gekreuzt mit Harvest Moon, Optik und Größenverhältnissen. Okay, und man kocht anscheinend auch Sushi in einer großen Suppending. Fug. Oh, die Füchse. Das sollten wilde Füchse sein. Und eine riesen Uhu. Your offering is lacking. Wow. Dann will ich sehen, wie man den Salat anmacht. Hey Salat. Du siehst so sexy grün aus, so frisch, so lecker. Darf ich dich mal anfassen? There's so much to that game. I'm excited for it. All the little characters in their names especially were just a cute touch already. Ich würde dich gern vernaschen, Salat. Ich weiß nicht, warum sie die drei irgendwie wieder zwischendurch einblenden. Das ist irgendwie überflüssig. Das wäre hot ohne den Bart. Ja, ich weiß, mein Bart muss mal wieder weg. Ich bin immer zu faul, den zu rasieren. Denk mir mal, okay, diesmal rasiere ich. Was sind das für Augen? Und dann mache ich es halt doch nicht. Viel Spaß, Lumi. Danke fürs Essen machen. Mythic Ocean. Das soll eine Brille sein. Oh. Okay, es sind immer gefühlt nur drei Szenen und dann ist der Trailer zu Ende. Nee, Lumi hat glaube ich schon fertig gekocht, heute gibt's einen Topf. Octopus Atlas is a grand adventure on an uncharted planet. Of Barry, you said it tasted weird. Octopus and Poyimeto venture out into a new world full of potential, beautiful landscapes. Okay, das ist wieder mit Farming. Und Farmen und Entdecken, I guess. Kokapas Atlas. Das scheint nett zu sein. Es hat viel Entdecken und selbst seine Sachen suchen. Das hier ist so ein super Low-Poly-Ding. Und sieht aus wieder aus wie Animal Crossing, nur in Low-Poly. Ein Tier in einem neuen Ort. Okay, das ist die Arcade. Warum spielt man in der Arcade und rennt dann dort da weg? Autorennen auch noch? Das sind irgendwie Minigame-Sammlungen oder was? Und dann trotzdem noch Leute treffen? Hm.
Mhm. Man muss die Stadt retten, indem man sie vor einem Bulli in der Arcade rettet, oder was? Okay, weird. No match for tough loves. Die Grafik ist nicht so meins, aber das Spielprinzip sieht ganz witzig aus. Mit den ganzen Minigames und sowas. Ist halt für zwischendurch, ne? The game is about Sarah, a young girl from Switzerland, who is writing letters to her pen friend. Thanks to these letters, she is able to communicate her feelings, hopes and dreams. As the game progresses and Sarah gets older, there will be different sides to the story for you to discover, depending warum on the words that you chose. Warum kann das nicht eine Person machen? Okay. IBM Games presents letters. Du hast einen Vogel mit Text und wechselst die Worte. Je nachdem geht's um Dinge. Mhm. Nee, du nimmst Worte aus dem Brief und machst damit Dinge, okay? Okay, das sieht nach einer sehr schlechten Grafik von irgendeinem Cooking-Spiel aus. Oh, nach einer sehr schlechten Framerate. You'll get through it by cooking a hot dish intended for six people. Sieht nach VR aus oder sowas, ehrlich gesagt. Hot Pot for One is a short experience about the bitterness of lonely times and the sweet comfort of food that keeps us going. Weird. So viele weirde Games. Traverse the Grove as a guardian grape. Protect friends, gather precious materials and repair social ties. Warum gibt's einen Grund, warum ich eine Weintraube spiele? Wenn andere Sachen Tiere sind? Oder Menschen? Guide Concord's restoration efforts and earn the trust of the community. Ist wieder Animal Crossing in abgewandelt. Du baust die Stadt wohl neu auf, du verteidigst sie und fischst und sowas. Und erstaunlich, wie viele Animal Crossing-Varianten jetzt rauskommen, wo vorher jahrelang nichts kam. Find common ground in card-based battles and overcome your pitfalls together. Mhm. Ready to confront yourself? Be sure to catch the demo on Steam right now. Okay. Ich bin überfordert. Zu viel Input. Super viel Input. My team and I are so excited for you to meet all of Maravia Island's magical inhabitants and see the amazing photos that you take. Embark on your adventure. Wieder ein Fotospiel anscheinend. Es ist, sieht ein bisschen wieder aus wie Pokémon Snap mit Tieren in so einer Low-Poly-Optik. Ja. Und ein bisschen anscheinend Plattforming, Jump'n'Run, Erkundung ist auch mit drin. Ups, Entschuldigung. With a rambunctious otter crocodile. Be the wingman for a love-struck bird monkey and discover the favorite hiding spots of birds disguised as bananas. Okay. Ist ganz witzig. Beast of Maravia Island is out today. Out today. Aber interessiert mich leider nicht. Sowas ist nicht mein Spiel. I'm Sunsha from Score Cat Studio, and we're making Hua. We had a lot of fun at Wholesome Direct last May, and we're super excited to be back again with some new updates. This time, we have some exclusive footage, as well as an announcement to make, so do stay tuned till the end of the video. Okay, ich verstehe nicht, warum die Leute immer eine gute Kamera haben, aber einen scheiß Mikro. So teuer sind Mikros nun nicht. We're underground. This is home to the Flying Rock. Jetzt hat es auch ein gutes Mikro. They will become the cutest moving platforms.
Das sieht super langsam aus und ich weiß nicht, warum es so langsam ist. Ich habe gar nichts. Ja, aber du bist auch kein Entwickler. So ein Entwicklerstudio, wenn die, sobald die halt 5-6 Mann haben, könnten sie für so eine Präsentation oder für einen, für auch die Online-Sachen. Die haben eine Webcam-Mikro, eine Webcam. Okay, sie hat, ja, die Stimme ist krass. Today we are really happy to announce that Huawei will be coming to you guys on the 21st of August 2021. We cannot wait for everyone to join this journey and see you then. Bye bye. Sie hat eine krasse ASMR-Stimme. Nee, aber sie hat ja ein gutes Mikro jetzt. 1-0. Okay, here we go. Hi, I'm Itsumi. I play piano when I can get someone to actually pay me. Itsu, this house has lawn games. Did you see? Luca! Hey, it's my friend Luca. Luca is the planet Saturn because he's far away, and Carter is a shooting star because they have long sweaters and do wishes. Exactly. Thank you, Itsu. This is Jay. Jay is scary, but in a hot way, and is also a genius, but for your ears. Sorry for the follow. Verstehe nicht, was das Spiel ist. Es ist wieder in so ein... Ich bewege mich durch die Welt, weil alles irgendwie ein bisschen kacke läuft und auch Freunde, um durchzukommen, System-Ding. Oh, das ist laut. Das ist sehr laut. Sieht nach einem Story-Game aus, ja. Nach einem viel mit Leuten reden Spiel sieht das aus. Adventure heißt das, glaube ich. Das Genre dann. Aber die Musik ist ganz cool. Und es geht anscheinend auch um was, um eine coole Geschichte, wie jemand anscheinend zum Star wird und Probleme dabei lösen muss. Nico Para und Doki Doki Literature Club. We are OFK. Ja, ich hätte eher AFK hingeschrieben. For those just joining, we'd like to remind you of our collaboration with the International Rescue Committee. More than 80 million people are uprooted by crisis worldwide. That's the highest number ever recorded. The IRC helps people survive, recover, and gain control of their future. We've partnered with the Yeti to offer limited-time, wholesome direct items like this incredible 3D acrylic stand, as well as a t-shirt featuring games from today's event. $5 from every product sold goes to the International Rescue Committee. So ein wholesome direct shirt sieht schon cool aus. Das könnte ich mir sogar vorstellen zu kaufen. Überlege ich mir noch. Thanks for your support. So, das sieht jetzt nach einem Wholesome Sims Game aus, ja. Das sieht nach einer Sims Variante von einem Indie-Team aus, würde ich behaupten. Yep, Sims von einem Indie-Team. Cool. Sims braucht dringend Konkurrenz und die haben ein deutlich besseres und offeneres Baumenü. Die haben so ein viel besseres Baumenü, als Sims es jemals hatte. Holy shit, ist das gut. Also, ohne Witz, ich bin begeistert, alleine durch die Freiheiten, die du hast, alles so einzurichten, wie du es willst. Die Frage ist, ob das jetzt noch funktioniert, dass die Leute damit auch, ne, dass die Figuren damit auch interagieren können gut. Das ist ja awesome! Allein als Hausdesigner-Software wäre das awesome. Paralives. Das würde ich mir merken. Moment. Ich will es kurz aufschreiben. Beliebte benutzerdefinierte Tags für dieses Produkt. We are OFK LGBTQ+, I like it. Das Game kommt in eine Wishlist. Das von eben mit dem Paralyze oder das davor? Mit dem Story-Ding. Jetzt habe ich hier nicht aufgepasst, irgendwas mit Kiwi war hier. Hi, I'm Trent and this is my grandma. Hi. Warum ist die Großmutter da? Show you a trailer for my new game, Walk with Yaya. It's about walking your grandma around the neighborhood after she's had a scary fall and you're trying to build her confidence back up. What did you think about the trailer, Gaga? It was good. If your grandma likes something, that means it's good. Das ist ja super süß, dass er sich da mit seiner Oma hinsetzt. Das ist echt süß, da habe ich gleich ein bisschen Tränchen im Auge. Do we have to keep working? Also die Oma will nicht und man muss sie ein bisschen dazu ermuntern, weiter zu laufen. Oh, das ist cute. Das ist wirklich wholesome. We are OFK and Paralives.
Wahrscheinlich ist es ihm wirklich passiert und so, er hat so ein bisschen das versucht, seine Erfahrungen dann in ein Spiel zu packen. I'm glad to be with you. Oh, das ist süß. Das ist eine schöne Idee. The art director of un je ne sais quoi, working with Humanimation on a watercolor adventure, Dordogne. Dordogne follows Mimi, a young woman revisiting her childhood memories through puzzles and letters that her grandmother left for her. Ah, auch so ein Großmutterspiel. Through the adventure, you will help Mimi build her journal with the photos, sounds and words you will find. Before long, Mimi's journal will be full of memories of the summers you will have spent. Ich glaube, wir wissen ungefähr, wie das hier funktioniert. Aber Paralives ist tatsächlich was, wo ich sage, wenn Sims einen ordentlichen Konkurrenten kriegt, der noch einen besseren Editor hat und dass die Charaktere trotzdem mit den Sachen ordentlich interagieren können und dann vielleicht auch so, ne? Ich meine, Sims 2 hatte einfach nur das Haus als Spielbereich im Basisspiel und dann hast du dich aufgelevelt und sowas und wurde es anders abgeholt. Das wäre so awesome, wenn da mal eine Konkurrenz kommt. Weil Sims ist echt teuer geworden und nicht mehr so richtig gut, meiner Meinung nach. Aber, also da braucht EA, glaube ich, ein bisschen Gegenwind. Und das kann natürlich ein Indie-Game, ein Indie-Team kann das vielleicht ganz gut machen. Die Grafik muss ja gar nicht super stark sein, weil Sims-Grafik ist eh nicht so gut. Und hier mag ich den Grafikstil. Ist ein bisschen strange, aber der passt, glaube ich, sehr gut in, wie man das wahrnimmt als Mensch. Und anscheinend spielt man so ein Gecko. Das ist ja witzig. Ein Gecko-Adventure. Das sieht süß aus. Die Farbe von dem Gecko gefällt mir. Dieses Blau ins Türkise. Frage ist, wie gut sie es steuern lässt, so ein bisschen. Also Kopf übersteuern und so wird ein bisschen bitter. Boom. Und hier ist auch wieder so, hier sind noch Details drin. Das sieht detailarm aus, aber eigentlich sind das halt so The Gecko Gods. Ha, cool. Sah nach einem Rätselspiel aus, aber ich bin nicht so ein Rätselspieler, aber das Spiel sah nett aus. Yuchiko kenne ich nicht. Kenne ich alle nicht. Behind the Twilight, Tazumi Machi. Das Art Design sieht cool aus. You'll join Yukumo in her journey to repair her beloved airship in a mysterious silent town. Eine stille Stadt, in der man sein Fluggerät wieder reparieren muss. Also das Luftschiff eigentlich. Sieht sehr Zelda-esk aus. Mit irgendwelchen Rätseln, die man anscheinend lösen muss, irgendwo hinkommen muss, irgendwelche Jump-Puzzle-Sachen lösen muss. Wahrscheinlich irgendwas finden muss, um irgendwann anders weiterzukommen und Fähigkeiten zu kriegen. Es gibt süße Katzen! Oh. Süße Katzen! Kotschi! What makes you happy? I like running around as a fox. Nature's better when you're a fox. Novels, of course. My personal favorites are Austin and Elliot. I live to see the smiles of others. That includes yours. Easy! I like to win. My wife's mountain. I really love dinosaurs. The mornings that Tommy and I eat breakfast together are my favorite. Das ist wieder so ein Story-Spiel, wa? Du scheinst der Fox, der rumlaufende Fuchsmädchen zu sein und einfach Leute zu treffen und mit denen Sachen zu machen. Okay, Blumenladen? Nee, das sieht wieder nach Hexenbrauerei aus. Wir hatten halt schon mal so ein Alchemie-Spiel. Also Craft, Potion Craft oder sowas hatten wir schon mal. Ist das Potion Craft wieder? Nur aus einem anderen Blickwinkel? Das sieht sehr ähnlich aus, auf jeden Fall. Wobei hier viel mehr Reden drin. Ein Potioncrafter eher so, die Leute kommen zu dir und wollen eine bestimmte Potion haben und du findest raus, wie man es macht. Das sieht wieder immer Story, Hexen, Story-tellig aus. Jetzt haben wir schon das nächste Spiel. Ich habe nicht verstanden, was das andere Spiel war. Battle Cakes. I'm in a real gem. Jam-packed. Überall Süßigkeiten, ey. Das ist schon witzig. Battle Cakes. Nett.
Das ist so ein... So ein Grafikstil hatten wir schon mal heute. Now it's a dump. No wonder nobody steps foot in this place anymore. Bauen wir das wieder auf? Wir sind ein Bär? Warum sind wir ein Bär? Warum sind wir ein... Okay, es gibt... Tiere sind wohl normale, redende Menschen. Es gibt Hexen-Krokodile. Und Indiana Jones ist anscheinend eine Maus. Und es gibt irgendein unheimliches Etwas, okay. Beer and Breakfast. Das hört sich cool an wieder. Oder sah wieder cool aus. Oh, hier ist die Spiegelung, ja awesome. Also, Animation, Grafikstil gefällt mir direkt richtig gut. Wir haben Roboterhände, wir sind irgendwie ein Roboter aus Kürbissen? Famous Artist Missing. Okay, aus irgendeinem Grund sind wir was sehr Spezielles. Das sieht so wie Spielzeug aus alles. Lost Sun Revives Lost Art Shop. Wir haben eine Mütze, die Farbe drauf hat. Also hier hat sich wirklich jemand wieder viel Gedanken gemacht, wie das im Artstyle aussehen soll. Das ist so awesome. Passepartout, the lost artist. Oh, geil. Oh, awesome, awesome, awesome. Der Frosch hat keine Pupille. Jetzt aber keine Franzosen sein und den Frosch essen wollen, bitte. Die Animation sieht schwierig aus. Also alle Animationen sehen sehr abgehackt aus. Oh, der Mensch fix says, scout the Harry. What? What? Das ist quasi eine Welt auf einem Luftschiff? Lucid Tales, the journey begins. Yo! Hi, I'm Evalia, member of the co-op Lucid Tales. What you just saw is the reveal of our first game, Sally. If you'd like to know more about it, make sure to follow us at Lucid Tales and join us on YouTube for our new series, Game Dev Tales. See you soon. In Rainbow Billy, you start your journey in Star Harbor, a peaceful island in the world of imagination. Wieder 2D Sprites in der 3D Welt. Das haben wir so viele. Aber die Zwischensequenzen erinnern mich an Cuphead. Aber es scheint eine nettere Version von Cuphead zu sein, die nicht so schwer ist. By confronting these creatures and showing empathy to understand what they're going through, their missing colors are revealed, and with the help of your friends, they're fully restored to their whimsical selves. Aww, cute! Du machst die Welt wieder bunt, indem du Empathie zeigst. Das ist ja süß. Billy's new friends join the adventure and have a new home aboard Friendship. Take care of your new friends by feeding them gummy fish to strengthen your bond. Gummitiere, ja. Rainbow Billy. Warum hat die Angel ein Auge und warum ist die Angel mit einem Glibberhand oben dran? 1997, what? Unpacking is a game about taking possessions out of boxes and learning about someone's life over a series of moves. Okay. Ein Auspackspiel. Das ist ja interessant. So it's up to you to figure out how to fit in. Aha. Packst unterschiedliche Boxen aus. Interessant. Man kann sie dann zusammenreimen, wie jemand gelebt hat. Es gibt unglaublich viele Kochspiele. What? Kriegen sie das denn richtig hin, dass man das gekocht kriegt ordentlich? Gibt es einen Algorithmus dafür? Ob ich zum Beispiel...
in Steak brate, gare, dünste, slow cooke. Das ist ja alles ein bisschen unterschiedlich. Ob ich ein Gemüse, ne, auch wieder dünsten und kochen. Okay, das scheint einfach nur ein Erkundungsspiel zu sein, was aus irgendeinem Grund mit niedriger Grafik gerendert ist, mit niedriger Auflösung. Ich bin nicht so ein Fan von der erzwungenen niedrigen Auflösung. Das sehe ich irgendwie nicht. Wenn euer Spiel in hoher Auflösung nicht gut aussieht, dann müsst ihr an eurem Artstyle arbeiten. Ich finde dieses Absicht niedrige Auflösung nicht cool. Es wirkt für mich einfach nur unscharf und damit unangenehm zu spielen. Muss ich leider sagen. Ich weiß, dass es natürlich mit Absicht hier ist, aber das... Nee. Nicht cool für mich. Es kann ein super tolles Spiel sein, aber diese niedrige, erzwungene niedrige Auflösung wird mich immer abschrecken. Dass so ein bisschen pixelig aussieht. Teacup is a wholesome narrative adventure with a focus on exploration and non-linear. Das sieht krass gemalt aus. Jetzt auch wieder jemand sehr viele Gedanken um Artstyles gemacht. Und es gibt ein. Die Animal Crossing sind gerade unglaublich viele Kochspiele. Ja! Also, wir haben bestimmt 3 oder 4 Animal Crossing Spiele heute schon gesehen in 2 Stunden und auch 3 oder 4 Kochspiele. Also, das überlappt sich gerade. We wanted to share with the wholesome community a sneak peek into the friendship system of the fishing pal that is afraid to fish. Make friends around the bay. That's the fishing pal that is afraid to fish. Okay, das sieht aus wie Minecraft Adventure Mode. Von dem Artstyle. Wobei das halt zumindest cool aussieht. Also hier, das verstehe ich besser. Aha, wir machen also keine Netze und auch keine Angel, sondern wir sammeln die einfach auf, die Fische. Meal made boiled lobster. Okay, und wir geben das an Leuten. Was sei denn schon, ne? Wuhu! Haru. Wieder ein Story-Game. Und ein Feel-Good-Game, weil du einfach mit Leuten redest und denen dann Sachen bringst, die sie gerne hätten. Paparazzi is a game about taking photos of cute dogs. Schon wieder ein Tier-Fotospiel. Also jetzt ernsthaft. Was ist denn das gerade für eine Welle von Spielen? Pokémon Snap, Animal Crossing, Kochen und wir haben die Hälfte der Spiele durch. Okay, die Hunde sind wirklich... selten dämlich süß, aber the fuck. Paparazzi, oh Gott. Nemo's Fishing Garden is a cozy fishing and building. Und schon wieder Fishing. Catch fish, trade them in and create the garden of your dreams by planting new trees, placing objects and bringing animals to the archipelago. Animal Crossing. Nur, dass du halt hier nur fischen kannst und nicht noch irgendwie Holz hacken und sonst was, aber du kannst da wieder dekorieren und Sachen hinstellen und tauen. Denn mein Hund ist krank, der macht immer Mio. Oh. Ist das ein Katzengeist geworden oder was? Wieso haben wir jetzt ein. Witcher Academy is a life sim where you play as a wizard apprentice. Train your magical skills by attending classes. Das ist quasi Harry Potter und süß. Und als Rollenspiel, so wie ich das verstanden habe. Live-Sim. Was ist das denn? What? You'll meet other apprentices and explore the academy. Und auch hier kannst du wieder ganz viel customisieren. You can even spend time bonding with your spirit companion. Mit dem Spirit, kann ich meinen Spirit Companion aussuchen? Muss es immer eine Katze sein? Darf ich auch einen Hund haben? Oder ein Pferd? Oder eine Kuh? Oder... ein Igel? Oh, und Geheimgänge gibt's wohl auch. Das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus, wenn es Geheimgänge und sowas gibt, ein bisschen entdecken und so. Und gleichzeitig musst du ein bisschen Time-Management machen, dass du anscheinend die Kurse besuchst und so. Das ist so ein Harry Potter-RPG, warten ja viele drauf, das einfach dieses Gefühl vermittelt, an Hogwarts so zu trainieren oder zu lernen.
Okay, und das sieht aus wie ein Baby, das gerade laufen gelernt hat. Und es läuft doch genauso schnell. Oh, die Animationen kotzen mich jetzt schon an, wie langsam die sind. Das sind super süße Tiere und alles. Aber die Animationen sind zu langsam. Viel zu langsam. Also das Aufsammeln, damit... Okay, man baut einen Shop auf, wo die Leute dir dann sagen, was sie brauchen und du versuchst zu verkaufen, also zu finden und zu verkaufen, okay. Und gleichzeitig lernst du sie kennen. Cool. Sowas habe ich schon mal gespielt. Das ist ein sehr entspanntes Spiel. Sowas in der Richtung habe ich schon mal gemacht. Wie hieß das? Rocketeer oder sowas? Nee, hieß es nicht. Rocketeer habe ich gespielt. Rocketeer war auch so ein Ding, wo du einen Shop hast und Sachen verkaufen musst. We've partnered with the Yeti to offer some limited time wholesome direct merch, like this incredible 3D acrylic stand, as well as a t-shirt featuring games from today's event. $5 from every product sold goes to the International Rescue Committee. And if you'd like to learn more, you can visit rescue.org. Ich würde gerne erstmal wissen, ob das International Rescue Committee wirklich effektiv arbeitet, wie das von außen beurteilt wird, weil ein paar von diesen Hilfsorganisationen leider ziemlich viel Schund mit dem Geld machen und komische Leute bezahlen. Das ist schwierig. Und das sieht... Okay, I'm so happy to see you. Wir haben hier Objekte rechts in der Leiste. Wir müssen rausfinden, wo sie reingehören oder was, bis die Szene wieder vollständig ist. So sieht es zumindest aus. Dann wird's farbig. Wenn wir es nach und nach wieder zusammengesetzt haben. Also, hier sieht es auch wieder... Das sieht super cool vom Artstyle her aus, ne? Dieses Holz, das sieht alles holzgeschnitzt aus und so handgemacht. Selbst die Eier und Würsten sehen nach Holz geschnitzt aus. Das ist ein Puzzlespiel, würde ich einfach sagen. Ein Zen-Puzzlespiel, wo du einfach rechts immer die Gegenstände reinsortierst und irgendwann alle drin hast. Ja. 2022, haben sie das schon angekündigt, krass. Whitethorn Games, woher kenne ich Whitethorn Games? Das ist auf jeden Fall komplett 2D. Witchwood. Bis jetzt laufen sie nur. Was machen wir denn in dem Spiel? Und wir sehen ein bisschen unheimlich aus mit dem Helm. Okay, wir wissen noch gar nicht, was wir tun. Wir haben nur gesehen, dass es 2D ist und wir irgendwie von links nach rechts laufen. Das sieht hart nach Stardew Valley nochmal aus. Mit mehr Rätseln und mehr Kampf. Aber vom Spielprinzip her. Wobei, ich glaube vielleicht eher Harvest Moon. Ich glaube eher Harvest Moon erinnert es mich. Was? Wir können eine Hexe werden? Wir können uns einen Besen kaufen und damit rumfliegen? Das sieht auch wieder nach einem sehr, sehr erkundungslastigen Spiel und einfach guck dir die Insel an und mach alle Sachen, die wir haben. Frog Song is a heartfelt adventure where it's okay to be small. Süß. Ich bin eine kleine Kröte und machen Dinge. Talk to cute froggy characters and protect yourself from monsters on your journey to prove that you can be a hero too. Oh, süß. Also, das ist wieder super toll gezeichnet. It's almost time to say goodbye. Before we go, we'd like to share even more wholesome games coming your way this year and beyond. These are going to go by fast, so don't forget to visit wholesomegames.com after the show for all the info and links to every game. Ja, Lego Game. Aber das ist ein offizielles Lego Game, da steht nämlich Lego drauf. Also, das ist awesome Grafik, aber... What? Das Lego Game war irre cool. Clawfish, ja gut. Angelspiel wieder mal. Und ich mag immer noch diese erzwungene niedrige Auflösung. Oh, sauber machen! Powerwash Simulator! Woop woop! Powerwashen! Alles, was wir können.
Wir powerwashen den Mars Rover. Okay, warum? Wie kommen wir zum Book of Travels? Okay, bis jetzt stehen wir nur in Szenerien rum, die nicht so wahnsinnig... Also die ist wieder hübsch, die davor waren in der Entfernung ein bisschen... Ne. Okay. Oh, das ist wieder so ein Zeitding. 2D, 3D Wechsel und so. Rätselspiel. The Garden Path. Ein Bison, der, oder ein Elch, der angelt. Ein Frosch, der Sachen trägt. Geht das wieder mit jeder Menge Tieren. The New Gardener. Das sieht wieder so gezeichnet aus. Und scheint ein Backspiel zu sein. Koch und Backspiel, I guess. Boah, da kriege ich Hunger, wenn ich das sehe. Irgendwelche frittierten Zwiebelringe. Hier haben wir wieder das 2D-3D-Mix-Ding drin. In der 3D-Umgebung 2D-Sprites, Papier, Paper Mario-Style drin zu haben. Magnificent Truffle Pigs. Trüffelschweine? Die hübschen Trüffelschweine? Suchen wir Trüffel oder was? Ne, so generell Dinge. Fossil Corner, das ist schon wieder das nächste. Einfach nur Farben sortieren. Cool. Und neue Fossile finden und dann ausstellen können. Nicht mein Spiel. Confectionery. Dreamland Confectionery. Da weiß ich nicht, was ich tun soll. Freshly Frosted. Ich finde es schwierig. Okay, hier muss ich wahrscheinlich irgendwann Rätsel wieder lösen. Wie sah nach Rätselspiel aus? Irgendwas zusammenbauen. Dass Dinge passieren. Wir bauen Küchlein in Automatisieren. Das wäre cool. Freshly Confectionery. Das sah cool aus als Rätsel. Weiß nicht, was das hier sein soll. Sieht irgendwie nach Bienen aus. Und Crafting und Haus bauen. Und Erkundung. Und jetzt haben wir schon das nächste. Cat Designer Mocker. Wieso Cat Designer? Wenn wir Sachen einfach... Achso, wir müssen einfach links das Ding nachbauen, oder was? Und dann Sachen freizuschalten. Wie viel Wasser da rauskommt. Ah, sehr gut. Shashingo. Das ist wieder mal ein Fotospiel. Okay, wurde bestimmt, das ist eher so ein Wortlernspiel gewesen, wa? Okay, hier bauen wir Roboter. Wofür? Robocorp. Das ist wieder so ein Physik-Roboter-Spiel. Nett. Kotodama Diary. Also die japanischen Spiele sind weird. Die verstehe ich nicht. What's happening here? Uvi evolved in a doughy. Shopping alone. Co-open. Von itch.io. Ich verstehe nicht mehr, was wir hier tun. Jetzt sind wir beim nächsten Spiel. Cat Café Manager. Oh, achso, Katzencafé Manager. Stimmt, Katzencafé ist ja so ein Japan-Ding. Das hat ein Manager-Game. Game Director Story. Okay. Get to know your team. Ich rate, da müssen wir die Leute mit entsprechenden Stärken passend einsetzen. Und wir haben halt wahrscheinlich limited Zeit und Geld gehabt, okay. Das ist wieder ein Match 3 Game. Princess Farmer. Was mit Farmen zu tun hat, frage ich mich nur. Creature Kind. Warum kämpfen wir mit Schwertern gegen... Was? Gegen Internet-Trolle oder sowas? Da war gerade ein Troll mit einem Laptop. Season Spree. Das sieht wieder aus wie Animal Crossing für mich. Ich bin für mich irgendwie alles Animal Crossing heute. Nur, dass es hier gefühlt nur Reden ist. Fire Tonight. Das sieht zumindest nach einem richtigen Spiel aus. Oder auch nicht. Okay, irgendwie ist es ein... 3D-Plattformer, wo man zu seinem... wo eine Dame zu einem Freund will und es brennt in der Stadt, oder was?
Lobby Knights. Okay. And that brings us to the end of our program. Remember to visit wholesomegames.com for links to every game in the show. As an indie developer myself, I can say for certain that just a follow or wish list can make all the difference. We'll see you again next year for Wholesome Direct 2022. Power Lives fand ich super geil. It wouldn't be a real showcase without one last surprise. So here's one more game we hope you'll love. Bye! Also die drei Leute waren schon cute. Ich bin bloß der Meinung, sie waren an ein paar Stellen eingeblendet, wo es nicht notwendig war. Lollnord? Wieder diese erzwungene niedrige Auflösung. Want this all clean up by next week, so get to work. Okay, es ist ein Ozeanboden-Aufräumspiel. Okay. Wo du Sachen freischaltest, wenn du bestimmte Anzahl von Dingen aufgesammelt hast, dann kannst du mehr aufräumen. Okay. Cool. Just a noodle. Please don't let it distract you from work. Die folgen dir dann, oder was? Und die essen Sachen. Wenn du Sachen sauber gemacht hast, essen die Dinge. Okay. Cool. Das sieht wieder süß aus. Aber das würde ich wieder in einer höheren Auflösung mehr feiern, weil ich dann die Designs auch besser sehe von den Viechern. Ich habe das Gefühl, die tun sich da keinen Gefallen mit. Steven Rand Smith.